Hier ein kurzes Vorstellungsvideo zu einem TP-Link bzw. hier zu einem mobilen Router von der Marke TP-Link. Und der sieht so aus von der Größe, der hat auch einen Akku eingebaut und ich habe hier eine Halterung gedruckt, wo man den hier relativ flexibel unterwegs verwenden kann. Und die ist eben dazu gut, dass man hier unten einen USB-C-Anschluss auch hat, weil der Router an sich erstmal nur einen Micro-USB-Anschluss hat. Und jetzt kann man den hier setzen in diese Halterung. Man sieht jetzt hier unten ist ganz normal dieser USB-C-Anschluss. Darüber kann man den Router auch, wenn man den verwendet, eben laden. Und auf der Rückseite hat man ein Fach in dieser Halterung, wo man eine Powerbank hier von Anker einsetzen kann, die eben auch MagSafe hat. Das heißt, man kann hierüber sein iPhone laden, während man gleichzeitig auch hier diese Powerbank nutzt, um darüber zum Beispiel auch noch zusätzlich diesen Router zu laden. Das heißt, man hat hier so eine Ladestation, eine mobile und auch eben einen mobilen Hotspot. Wenn man quasi im Ausland eine SIM-Karte kauft, kann man die hier einlegen und hat dann auch das Internet bzw. meistens sehr größeres Datenvolumen, weil in Deutschland das ja so teuer ist. Das heißt, das hier ist so ein Kombipack, den man im Urlaub oder auch wenn man unterwegs ist, ganz gut einsetzen kann. Und man sieht auch, hier unten sind eben von der Powerbank beide USB-Anschlüsse ganz flexibel noch zugänglich und man kann hier auch die Powerbank an- und ausschalten über diesen Knopf bzw. hat hier auch den Platz quasi, wo man das iPhone über MagSafe anbringen kann, um das quasi zusätzlich auch noch zu laden. Und das wollte ich hier mal so ein bisschen zeigen und vorstellen. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt die gerne unten in den Kommentarbereich und sonst soll das erstmal dieses Video gewesen sein. Ciao, ciao!